Los geht's! You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with them all. Yeah, yeah, yeah. Hallo, meine Freunde, ich bin jetzt hier in Lima am Flughafen wieder. Für mich geht's jetzt nach Mexiko. Ich hatte eine unfassbare Zeit hier, wirklich. Es waren zwei Nächte, aber es hat sich angefühlt wie zwei Wochen. Ich habe durchgehend was gemacht, wenig geschlafen. Es war einfach richtig cool. Und ja, ich war surfen hier im eiskalten Pazifik, habe zum ersten Mal drei Wellen abgeritten, war auf einer Salsa-Party und ja, hab Lima gesehen und wurde super empfangen hier, super tolle Menschen. Ja, und jetzt geht's für mich nach Cusco und da freue ich mich fast noch mehr drauf. Was geht ab? Ich bin jetzt hier im Flugzeug, jetzt geht's nach Cusco und hier am Flughafen sind ganz viele Militärhubschrauber und Militärflugzeuge. Ich kann man schlecht sehen, aber ich habe mir schön eine Inca-Cola gekauft. Das ist so die Cola Perus. Schmeckt ein bisschen zwischen Cola, also es schmeckt ein bisschen nach Gummibärchenwasser, also ein bisschen, ich weiß auch nicht. Schmeckt ein bisschen nach Kaugummi, aber ist trotzdem nicht so schlecht, aber ein bisschen zu süß. Ja, ich freue mich. Dann lande ich in Cusco und Cusco ist auf 3300 Metern hoch gelegen. Das heißt, die Luft ist da sehr dünn und ich bin mal gespannt, wie mein Körper damit umgeht. Ich soll viel trinken, das heißt, ich werde viel trinken und dann freue ich mich auf Cusco. Soll eine tolle Stadt sein. Das hört sich jetzt etwas komisch an, aber wir sind jetzt hier in Cusco und ich habe jetzt schon das Gefühl, als würde die Luft dünner sein. Also du merkst es nicht im Einatmen, aber als ob weniger Alkohol durchkommt. What? Als ob weniger Sauerstoff durchkommt. Das ist total verrückt. Und die Sonne, auch, wir sind halt jetzt auf 3000 Meter Höhe und die Sonne ist auch viel intensiver. Das ist echt krass. Die nächsten Stunden hier schlage. Ich bin jetzt hier im tollen Cusco. Es ist sehr touristisch, aber trotzdem super schön. Es hat einfach einen eigenen Flair und ja, gefällt mir bisher. Ich suche jetzt mal was, damit ich meine GoPro laden kann, weil ich habe nur noch 3% Akku, glaube ich. GoPro Charger vergessen. Richtig Banane, aber macht man nichts, ne? Ja. Okay. Okay. Was geht ab? Ich spreche jetzt mal ein bisschen Deutsch und Julie denkt sich so, what? Weil ich Deutsch spreche? Ja, ist so. Julie ist eine Französin und sie hat einen super, ihr Englisch ist super witzig, weil sie einen französischen Akzent hat. Say something in French. It's disgusting. Oh, wow. Also, ich packe jetzt, ich packe jetzt für den Psychotide-Track. Ich habe heute ganz spontan gebucht für morgen früh. Und das Problem ist, eigentlich braucht man einen Rucksack für, einen relativ kleinen Rucksack. Ich hatte nur einen großen Rucksack mit und ich will nicht alle Sachen mitschleppen, von daher muss ich ein paar Sachen hier im Hostel lassen. Aber ich habe noch keine Ahnung was, deshalb sieht es noch ein bisschen aus wie ein Mess. Ja, mal keine Ahnung wie ich es rausfinde, auf jeden Fall kriege ich es hin. Julie, bis gleich, ne? Awesome. See you, bis gleich ist means see you in German. What? Bis gleich. Ah ja, herrlich. Das ist Julie. Es ist so witzig, man lernt so viele Menschen kennen, das ist wirklich unfassbar. Ich habe heute beim Frühstück mich einfach an den Tisch gesetzt, ne, zu irgendeinem anderen. Der hatte einer so auch einen Mittelfußbruch, so wie ich auch. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und er kannte noch einen Israeli. Und mit dem Israeli habe ich jetzt heute das Ticket gebucht. Also wir haben so 10 verschiedene Agenturen durchgeguckt, wo wir das günstigste, ja, die günstigste Tour kriegen zum Machu Picchu hoch. Ja, und es ist halt eine 5-tägige Wanderung.
vier Übernachtungen sind inklusive. Und wir werden erst ein bisschen wandern. Das ist so schlimm, sorry. Ich denke schon auf Englisch und auf Spanisch, das ist echt traurig, aber egal. Erst ein bisschen wandern und dann werden wir so in Camps, in so Zelten schlafen, was unfassbar cool ist. Und wir werden diese Landschaft erleben. Wir sind auf 5400 Meter Höhe oder so. Ich war noch nie in meinem Leben so hoch. Und dann werden wir zu Machu Picchu am letzten Tag hochwandern. Und das ist eigentlich ganz, ganz cool. Ich freue mich drauf. Und ich muss halt packen für kalt und für warm, weil es kann halt nachts bis zu 0 Grad werden. Und von daher habe ich mir halt so einen coolen Sweater gekauft. Ich habe mir noch so eine witzige Mütze gekauft. Ich weiß gar nicht, wo ich sie gerade habe. Aber es wird nice. Und hier meine Wanderschuhe. Noch nicht eingelaufen. Das heißt, zum Glück habe ich genug Blasenpflaster mit. Aber es wird cool. Und heute Abend steht, hat Julie gerade gesagt, ein Barbecue an. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Weil es ja ein Barbecue gibt, All You Can Eat, für 25 Soles, das sind 6 Euro. Kann man machen. Ja, und dann muss ich mein Guinea Pig essen nochmal, also mein Meerschweinchen. Hier gibt es nämlich Meerschweinchen, das ist die Spezialität von Cusco. Und ich bin ja eigentlich ein Tierfreund, ne? Aber weil es halt hier so eine Spezialität ist und so, muss ich es auch auf jeden Fall probieren. Aber das werde ich dann auch später verschieben. Und das ist unfassbar, ne? Travel und eine Sache war ich mir auf, das Foss. Das nehme ich auf jeden Fall mit auf die Wanderung. Und wenn ich richtig fertig bin, werde ich es aufmachen und mir das Foss ziehen. Und ich denke so, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ja, nice, nice. Alles super hier in Cusco. Und ich bin gespannt, was das morgen wird. Wir müssen halt um 4.30 Uhr raus. Das heißt, eigentlich muss ich früh ins Bett gehen. Deshalb werde ich nur ein, zwei Bierchen trinken. Und dann gehe ich auch schlafen. Peace out. The more, yeah, yeah.